Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mir gedacht, ein bisschen Zeit habe ich und ich drehe schon mal einen kleinen Teil von meinem Aufgebraucht ab, denn ich habe jetzt, glaube ich, die Monate November komplett gesammelt und Dezember auf jeden Fall bis jetzt schon gesammelt und es ist eine ganze Menge. Und zwar ist es dieser Eimer hier einmal voll. Und ich habe mir gedacht, wir starten jetzt einfach schon mal durch und das wird jetzt der erste Teil und der zweite Teil wird auf jeden Fall baldmöglichst folgen, eigentlich noch in diesem Jahr, weil ich nehme nicht so gerne Müll mit ins nächste Jahr über. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal durch. Als erstes ist hier das Kevin Murphy Plumping Wash drin. Das ist hier ein Shampoo. Ist vom Duft her richtig, richtig gut. Und der Duft bleibt wirklich in den Haaren ganz, ganz, ganz toll. Macht ein schönes Haargefühl. Es pflegt schön und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Man braucht nicht viel davon. Also diese Flasche reicht wirklich ewig. Ich habe die, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr bestellt. Klar, ich habe zwischendrin schon noch andere Produkte verwendet, aber man braucht von dem halt wirklich so eine haselnussgroße Menge und kann damit seine Haare einmal komplett einschamponieren und ja, deswegen hält es natürlich ewig. Von Alverde habe ich hier einmal aufgebraucht, die Pflegedusche Klostergarten. Das ist ein sehr, sehr minziger Duft, sehr schöner Duft, mag ich richtig gerne. Gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr bei DM, also gab es dafür, dass es eine Limited Edition ist, schon relativ lange. Gibt es nur leider, wie gesagt, nicht mehr, fand ich aber richtig, richtig toll. Ja, vor kurzem erst gekauft und aufgebraucht, weil ich einfach so richtig Bock auf einen zitrischen Duft hatte, ist hier von Kneipp die Aroma-Pflegedusche. Sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. Sonniger Glücksduft nach Apfelsine. Und ja, absoluter Wachmacher, gute Launemacher, ganz, ganz toller Duft, werde ich mir definitiv nachkaufen. Dann gleich zweimal leer gemacht, mein Garnier Clean and Fresh Augen Make-up Entferner. Wer mich schon länger schaut, weiß, den kaufe ich regelmäßig nach. Und zudem kehre ich auch immer wieder zurück, weil es einfach ein ganz, ganz toller Augen Make-up Entferner ist. Er ist schön sanft zur Augenpartie, er nimmt das Augen Make-up gut runter. Bei wasserfester Mascara hat er ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber so für den normalen Alltag optimal. Und wie gesagt, meine Augenpartie kommt mit dem Produkt einfach am besten zurecht. Es reizt nicht, es brennt nicht, es trocknet dicht die Haut aus. Deswegen liebe ich den. Ja, nach gefühlt einer halben Ewigkeit habe ich auch dieses Produkt hier aufgebraucht, das Micellenreinigungswasser All-in-One Waterproof. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich von diesen ölhaltigen Reinigern Pickel bekomme, Unreinheiten bekomme. Ich habe jetzt noch einen anderen in Anwendung und ja, also da muss ich echt sagen, ich werde mir den definitiv nicht wieder nachkaufen. Dann aufgebraucht einmal hier von Dove Pflegegeheimnisse Blooming Ritual mit Shampoo und Spülung mit Lavendel- und Rosmarinduft. Fand ich richtig, richtig toll. Auch die würde ich mir definitiv nachkaufen, weil sie machen wirklich ein schönes Haargefühl. Sie geben Volumen, sie pflegen, sie lassen die Haare schön glänzen, schön gepflegt aussehen. Und deswegen absolutes Top-Produkt für mich und würde ich mir definitiv nachkaufen. Ja, dann, auch wenn es hier nicht so aussieht, aber da kommt nichts mehr raus, ist hier die Fit Me Luminous & Smooth Foundation in der Farbe 110, die übrigens heller ist als die 105. Denn ich habe mir die 105 geholt, weil ich dachte, ach, die passt mir. Da war nämlich der Concealer dabei. Und ja, nee, passt nicht. Die ist dunkler, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall mag ich die sehr, sehr gerne. Es ist eine super Drogerie-Foundation für trockene Haut. Wer einen helleren Hautton hat, so wie ich, kommt mit der auf jeden Fall gut zurecht. Und wie gesagt, wer trockene Haut hat, kommt mit der auch super zurecht, weil die legt sich nicht so extrem auf die trockenen Stellen, lässt die Haut richtig schön aussehen, schön strahlend aussehen. Und ja, deswegen mag ich die sehr, sehr gerne. Und die habe ich mir auch schon wieder in der 110 nachgekauft. Dann einmal aufgebraucht hier von New, das war aus dieser Geschenkset, hatte ich hier diese Kur drin von der X-Later und die finde ich auch richtig, richtig gut, hat einen richtig schönen Duft gehabt.
Ja, also ganz, ganz toller, pflegender Duft, sehr angenehm, finde ich nicht zu kokoslastig. Ja, würde ich mir definitiv nachkaufen, aber ich glaube, diese Kuren gibt es nicht einzeln. Ja, deswegen kann ich es mir leider nicht nachkaufen. Von Nivea einmal die Micellen Reinigungstücher, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann nehme ich die sehr, sehr gerne mit. Und mit den Nivea hier komme ich am besten zurecht. Die nehmen das Make-up gut runter, ja, brennen nicht, die Tücher sind schön weiß, sie sind nicht zu rau. Ja, und deswegen mag ich die einfach gerne und deswegen kommen die auch immer wieder nach. Ja, dann schon etwas eingestaubt hier ist das Body Peeling Balea Ice Berry mit süßem Beerenduft. War ein richtig schöner Beerenduft, fast schon ein bisschen zu süß. Das Peeling war auch recht angenehm. Ob ich mir das jetzt nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dafür hat es mich nicht so hundertprozentig vom Hocker gerissen. Ja, dann eine ganz, ganz tolle Sommer-Bodylotion für mich war die Nivea Bodylotion hier aus dieser Mix Me-Reihe. Aus dieser Mix Me-Reihe. War ein richtig schöner, fruchtiger Duft. Hat schön nach rotem Beeren gerochen. Hat toll gepflegt. Also für den Sommer vollkommen ausreichend. Für Winter ist es für mich nichts. Da ist es zu wenig reichhaltig. Auch für den Sommer genau richtig. Und da ist auch schon eingezogen. Also man hat nicht da ewig diesen Fettfilm auf der Haut gehabt, was ich natürlich im Sommer überhaupt nicht mag, im Winter auch nicht. Aber ja, die würde ich mir nächstes Jahr definitiv nachkaufen. Ja, dann einmal aufgebraucht hier von Terra Naturi Naturkosmetik, der Traummomente Duschgel. Und ja, die ist eingezogen, weil es ja diesen schönen Einhorn-Hype gab. Und ja, auch ich konnte an diesen Einhörner nicht vorbeigehen. Ich finde die einfach nur mega niedlich. Aber der Duft von diesem Duschgel, ja, war nicht das Wahre, muss ich so sagen. Also ich würde es mir nicht nachkaufen. Verpackung top, Duft, naja, nicht so. Ja, dann einmal das Mixer Deo, das Antitranspirant. Ja, fand ich am Anfang ganz cool, hat auch gut geholfen und relativ schnell hat sich meine Haut dran gewöhnt. Hat, ja, genauso geschwitzt wie vorher. Es kommt nichts mehr raus. Man hat diesen Ring hier vorne, der auch komplett dicht ist mittlerweile. Und ja, also ich würde es mir nicht mehr nachkaufen, weil es hat nicht lange hergehalten. Also nicht mal diese eine Dose. Man kennt es ja, wenn man Deos wirklich lange immer das Gleiche verwendet, dass sich der Körper daran gewöhnt. Und hier hat es nicht mal nach einer halben Dose, war das schon vorbei. Ja, dann noch eine Spülung von Kevin Murphy, ist hier diese Angel Rinse Spülung. Auch die, der gleiche Duft wie bei dem Shampoo, richtig, richtig toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich aber demnächst machen würde, ist ja, Shampoo und Spülung aus einer Reihe zu nehmen, nicht mehr zu mischen. Und ja, aber tolles Produkt, hat auch die Haare richtig schön gepflegt, richtig schön geschmeidig gemacht. Schön glänzen lassen, einen schönen Duft hinterlassen, fand ich richtig toll. Und ja, auch dieses Produkt würde ich mir nachkaufen. Ja, ein ganz, ganz tolles Trockenshampoo ist hier von Colab, das Dry Shampoo. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Hat einen tollen Duft. Ja, hat auch nicht diesen Weißschleier in den Haaren, macht die Haare nicht zu strohig. Also man hat es ja bei manchen Trockenshampoos, dass die Haare dann so ja, komisch werden. Ne? Und das hat man hier nicht. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Also Batiste und Colab, die beiden Trockenshampoos, sind mein absolutes Must-Have. Und ja, das Hydrate momentan einfach nochmal eine Spur mehr. Einfach, weil man wirklich merkt, dass die Kopfhaut nicht so ausgetrocknet wird wie von herkömmlichen Trockenshampoos. Ja, ich habe hier eine Probe aufgebraucht und zwar von den Too Faced Hangover Primer und den finde ich richtig, richtig gut. Also ganz, ganz toller Primer, hat einen sehr schönen Duft, lässt sich schön auftragen, macht so ein schönes Hautbild. Also man merkt so richtig so ein Strahlen auf der Haut, hat mir richtig gut gefallen. Ist, ja, ist feuchtigkeitsspendend, hat mir richtig, richtig gut gefallen und ja, den könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Ja, noch eine Foundation, die ich aufgebraucht habe. Und zwar ist die Hello Happy Foundation in der Nummer 1. Die mag ich auch so, so gerne und die ist ratzeputze leer. Habe ich im Sommer eigentlich nur getragen. Sie hat so ein schönes Hautbild gemacht. Man sah natürlich aus, aber
ja, die Haut wurde ausgeebnet, die Rötungen sind weggenommen worden. Halt alles das, was eine Foundation meiner Meinung nach machen soll. Und ja, liebe ich, habe ich auch schon wieder in Verwendung. Und ja, die wird definitiv auch nach der nächsten Flasche wieder nachgekauft. Ein Produkt, was ich in der Glossy Box hatte, war dieses Nutra Skin Hydrate Hyaluronwasser, glaube ich, ist es, mit irgendwelchen Silberpartikelchen. Ja, hatte ich auch heute wieder in meinem Glossy Box Adventskalender. Ja, ich habe mir den wieder eingefüllt und habe mir den wieder hingestellt, nachdem ich den für euch ausgepackt habe. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hatte ich den heute wieder im Adventskalender. Ich bräuchte das Produkt nicht. Ich werde es wieder aufbrauchen, weil 10 Milliliter, das reicht für eine Woche, wenn überhaupt. Und ja, aber hat überhaupt keinen Nutzen in meiner Meinung. Ja, dann haben wir hier von 8x4 ein Deo, und zwar das Dream Like a Unicorn mit Ylang Ylang, Bergamott und Hyazinth. Der Duft aus dieser Reihe von 8x4 mag ich irgendwie nicht so gerne. Also ist ja nicht so mein Favorite-Duft. Und die Deos, ich weiß jetzt gar nicht, wann die aluminiumfrei, ja, die waren auch aluminiumfrei. Und ja, fand ich gut, weil sie sehr, sehr lange duften. Also wenn man dieses Deo nimmt, das duftet wirklich sehr, sehr lange. Und das möchte ich halt von so einem Deo auch haben. Also ich möchte natürlich ein Deo haben, was einerseits vom Schweiß schützt und andererseits halt lange und gut duftet. Schweiß schützen macht jetzt der eher weniger. Aber im Sommer verwende ich eigentlich fast nur dieses Cyneo Deo, was man sich einmal die Woche aufsprüht. Und dann sowas halt nochmal für den Duft. Genau. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut für den ersten Teil des Videos. Hier ist noch einiges drin. Ich habe noch ein bisschen was im Bad stehen, was ich noch aussortiert habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!